Aufgrund der hohen Scheidungsraten vergisst man aber oft, dass auch viele Ehen ein Leben lang halten. Dass es auch in Zukunft so bleibt, daran arbeitet Domvikar Harald Scharf mit seinem Team im Referat Ehe und Familie. Er möchte das Angebot für junge Paare ausweiten und sie auf dem Weg zum Traualtar begleiten. Doch was versteht er eigentlich unter Ehe? Sie sind ein Leib und eine Seele, ein Fleisch und ein Blut. Da, glaube ich, kommt die ganze Wesen, das ganze Wesen und die Tragkraft der Ehe sehr schön zum Ausdruck, dass Frau und Mann sich so zusammenleben, zusammenfinden in ihrer Liebe, die sie einander auch geben und zeigen, dass sie eins werden. Reinhold Thoma und Veronika Reusel sind ein Paar, aber noch nicht verheiratet. Eine Ehe können sich beide gut vorstellen. Sie haben auch konkrete Vorstellungen, was eine Ehe bedeutet. Dass man eben einem Paten verspricht, lebenslang für ihn da zu sein, sich um ihn zu kümmern und ja, sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten. Und es ist einfach ein zusätzlicher Gewinn an Vertrauen. Also Ehe ist für mich einfach nochmal eine Unterstützung dieser lebenslangen Gemeinschaft, dass ich sage, ich mache das dann eventuell vom Standesamt, vor Gott oder meiner Kirche, einfach nochmal schriftlich das Ganze. Und auch mit dem Faktor, dass ich sage, diese Verlässlichkeit, diese Loyalität dem anderen gegenüber, dass ich weiß, jemand ist für mich da und ich bin auch für jemanden da, wenn es drauf ankommt. Auf der Regensburger Maidult hat sich schon das ein oder andere Paar gefunden. Das Bier fließt in Strömen, die Emotionen kochen hoch. Kann das klappen? Ja, ob jetzt hier einen Partner fürs Leben finden kann, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Kameradschaft hier zu einer Freundschaft hinwächst, reich garniert mit Liebe, die dann eines Tages vielleicht auch hinträgt zum Traualtar und zu dem Wagnis, zu dem schönen Wagnis, ja, wir gehören zusammen. Das kann man da auf der Deutsch schon vorstellen. Ein Patentrezept gibt es allerdings nicht. Domvikar Harald Scharf verrät ein kleines Geheimnis, mit dem es vielleicht doch gelingen kann. Und darin liegt der Kern und auch die Weisheit in der Ehe, in vielen Ehejahren und Jahrzehnten, den Mut zu haben, auch einmal den Werkzeugkasten zu nehmen, zu reparieren, auch einmal eine Nacht drüber zu schlafen und dann wieder zueinander einen Weg zu finden.